Herr Dr. Breyer, kommen wir zu einem Thema, das sehr viele Menschen betrifft, die Lesebrille. Es ist einfach lästig. Man vergisst sie, man sucht sie und man ärgert sich drüber. Können Sie solchen Patienten auch anders helfen? Ja, genau weil es so lästig ist, ist es auch eines unserer Hauptgebiete. Nicht nur die Optiken, sondern auch die OP-Techniken. Wir arbeiten hier unter anderem im Gebiet der Forschung mit der Industrie und Professor Scheffel aus der Uni Tübingen zusammen. Und wie korrigiert man diese Altersweitsichtigkeit? Ich höre, das ginge noch gar nicht oder das wäre noch nicht so furchtbar ausgereift. Ach, nein, also sowohl geht es, als auch ist es durchaus ausgereift. Man muss nur die Patienten richtig selektionieren. Man hat prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist die sogenannte Monovision. Monovision bedeutet, ein Auge sieht in der Ferne, das andere mehr in der Nähe. Man nennt dies auch den Goethe-Blick. Warum Goethe-Blick? Goethe konnte immer ohne Brille in die Ferne gucken und lesen. Das kann man aber nicht bei jedem Patienten machen, sondern leider nur bei 50% der Patienten, da nicht jedes Gehirn diese unterschiedliche Fokussierung verträgt. Jetzt kann ich natürlich nicht 100 Leute operieren, 50 sind unglücklich, sondern wir machen Folgendes: Die Patienten bekommen einen Kontaktlinsentrageversuch. In einem Auge wird die Kontaktlinse für die Ferne ausgerichtet, im anderen für die Nähe. Die Patienten tragen einen Tag lang diese Linse und wissen danach, ob das ihr Konzept ist oder nicht. Und welche Möglichkeit gibt es dann als zweites noch für diejenigen, für die die Monovision nicht in Frage kommt? Die Multifokallinsen, die ich Ihnen gerne dann gesondert auch noch erklären werde, weil das ein komplexeres Thema ist.